Ja, aus dem Auenland, grüß euch, die Buben. Ja, wie es im Hintergrund hört, bei uns am Spurplatz ist heute Action, da war gerade ein Fußballmatch. Wir haben jetzt 18 Uhr und wenn sie schaut, dann wird sie sehen, mich zieht es auf und es gibt einen Oberreiter, jawohl. Ja, wir haben 18 Grad, kurzärmlich, keine Angst, ich habe Jacken genug dabei, ich habe sogar einen Sommerschlaf, sag mit, soll nur 5 Grad plus haben. Hab die Thermounterwäsche dabei, aber möchte auf das eine Platz gehen, wo ich schon mal den Overnighter gemacht habe. Dort hat es mir recht gefallen, da werden wir noch mal hinschauen. Und ja, jetzt schauen wir ganz einfach dort einmal hin und dann sehen wir weiter. Ne? Also, gehen wir. Ja, das letzte Rotblitzel da noch durch. Jetzt wird es bald finster werden. Ja, jetzt habe ich schon geglaubt, da gibt es keinen Bärlauch mehr, aber wie sich, da ist ja ein Platzl. Ein bisschen was nehme ich mir mit für mein Abendessen. Ja, und ich sage einmal, spätestens jetzt werden die meisten wissen, wo ich bin. Ja, wie gesagt, da war ich schon mal da. Einen Oberneiter gemacht. Da hinten haben wir erst den Abstieg gehabt, da werden wir als Tippi wahrscheinlich hinstellen. So, Schlafgemach ist fertig hergerichtet. Tippi ist offen. Der dünne niederländische, also der niederländische Truppenschlafsack. Outdoor-Matten, da hinten habe ich noch eine hingelegt. Ja, es soll gemütlich werden und jetzt machen wir es echt einmal ein bisschen schick. Ja. Noch ist es erträglich von der Temperatur her. Ja, jetzt haben wir es viel Lachte. Und ja, haben wir einen kleinen Hunger. Habe ich auch. Lagerfeuer werden wir dann vielleicht auch machen. Oder zumindest ich bin im Pico-Grill dabei. Irgendein Feuer brauche ich, weil ich Würstel mit. Und in dem Sinn, mit Würsteln braucht man Feuer. Bälderei. Ja. Jetzt machen wir mal ein Käfchen. Ja, jetzt ist es 7:30 Uhr, da geht noch eins. Und dann machen wir schon langsam was zum Essen. Ja, was gibt es heute? Hier haben wir so Schafe dabei. Die kennen es aber eh schon zu Genüge. Und Bärlauch habt ihr gesehen, haben wir auch ein bisschen mitgenommen. Und ein bisschen Paprika noch von der Hand. Ja, und das wird lecker. Und dann gibt es noch was ganz was Spezielles. Ein Original Südtiroler Schüttelbrot. Keine Ahnung, was das ist, aber wir werden das testen. Schauen wir mal. Aber zuerst einmal Kaffee. Und dann werden wir ein bisschen Holz holen. Neue Gunfighter natürlich dabei, ist ja eh klar. Ich denke, es wird nicht extrem kalt werden. Ich habe die Thermounterwäsche sicherheitshalber mit. Ja, Freunde, in dem Sinn wieder meine Krankensessel zuerst. Und dann alle anderen. Prost! Ja, es freut mich unheimlich, dass das heute irgendwie ausgegangen ist. War eigentlich wieder mal spontan, so wie 90% von meinen Obernheiter. Habe heute noch einiges vorgehabt, war Vormittag unterwegs, Nachmittag unterwegs. Haben wir heute was Neues gegönnt. Das werdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video dann sehen. Ja, ein bisschen Holz haben wir geschnitten. Aber ich habe da zuerst Schüsse gehört, das war gar nicht so weit weg, glaube ich. Und ich glaube, ich werde da meinen Pico-Grill nehmen. Natürlich ist auch wieder meine Schweizer Laterne am Start. Und da ist es gleich um etliches gemütlicher. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt entschieden, ich mache das Feuer in meinem Pico-Grill. Und ja, sollte das reichen. Es ist ziemlich trocken alles auch. Und von daher
Ich habe das Ganze eher auf einen Stein gestellt. Und ja, ist ein bisschen sicherer. Ja, dann werden wir ein bisschen aufspießen, die Würsteln, ne? Einmal und zweimal. Ja, die überlege ich gerade, wenn ich den Pizza eins anzünden werde. Wir werden das einfach befeuern, wegen der Stimmung ist. Herrlich. Ja, da brennt's, da brennt's, da brennt's. Brennt überall. Auf in die zweite Runde. Schon fertig. Hasch. Ah, sehr heiß. Ja, wir haben auch nur zwei mitgenommen. Die sollten vollkommen reichen. Heiß, aber gut. Ja, und zur vorangegangenen Stunde gibt es jetzt noch einen Sedelwärmer. Ich sehe, das geht ja ratzfatz. Na, Wahnsinn. So, da muss man das stellen. Und einrühren. Jetzt mal schauen. Wieder genau das Richtige für die Zeit. Da nehmen wir wieder an. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber ist ja wurscht. Ja, lecker. Sedelwärmer verzwickt. Thorsten an dieser Stelle. Danke, der war von dir. Ja, im Hintergrund wieder mein Schweizer Laternerl. Macht ein super Licht. Der Brenner vom Bit ist ein Wahnsinn. Der brennt gigantisch. Ja, Pico-Grill ist schon am Ausgehen, den brauche ich nicht mehr. Lassen wir's. Es wird etwas kühler. Ja, wie gesagt, ich habe leider kein Thermometer mit, aber die Wetterwarte, die ist Luftlinie da einen Kilometer entfernt, circa. In Oldenburg, die sagt jetzt 9 Grad. Also, ja. Beim Sitzen merkt man, dass es nicht mehr so warm ist, aber ja. Also der Sound von der Nacht da, von der Natur, ist die schönste Musik. Ah, das habe ich schon viel angenehmer. Ja, so ist es noch viel angenehmer. Nur die zwei Lichteln, die Laternen und im Pizzabrenner, das ist schon wahr. Super Stimmung. Ja, jetzt teste ich nochmal diese Nachtfunktion. Also wenn gar kein Licht ist, dann schafft es da nicht viel. Ja, vielleicht kurz vorm Gesicht. Das zeige ich dann noch. Da. Ich glaube, ich wäre müde. Aber sobald ein bisschen ein Licht vorhanden ist, schaut das eigentlich recht gut aus. So, das ist jetzt wirklich
Hinter mir ist komplette Dunkelheit. Dort vor mir ist ein bisschen Licht. Ja, ich schätze mal, bis daher wird man vielleicht noch was erkennen. Aber ja, in der Zwischenzeit ist 10:30 geworden. Ja, Zeit geht dahin. Es ist auch jetzt etwas kühler geworden. Klar, beim Sitzen, wenn man nichts macht, ist es natürlich auch schneller kühl. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, ich habe meine Jackerl mit. Ich werde dann schauen, wenn ich mich schlafen gehe, die Thermo unterwegs vielleicht noch anziehe. Ja, einen Schlafsack aufmachen kann man immer noch. Gescheiter aufmachen, als wir in der Nacht dann erst umziehen. Ja, Freunde. Kurz vor 3-4 Läufe und ich glaube, ich werde heute gehen. Ich bin heute richtig müde. Die Zeit war auch sehr schön da. Und jetzt freue ich mich schon richtig aufs Schlafen gehen. Aber werden wir mal da oben ausblasen. Das Lamperl. Mein Laternerl. So, das werden wir ausblasen. Ich habe immer Löschdecken mit, da brauchen wir gar nichts ausblasen, sondern werden wir einfach drauf gehen und aus ist das Ganze. Perfekt. Ja, los, ich stehe da. Ja, dann gehen wir mal Richtung Peterl. So, da ich. Hör mir auf. Gehen wir atmen. Ja, Freunde, jetzt geht's abwärts und dann sehen wir uns drin wieder. Ja, Freunde, ich liege jetzt einmal im Peterl, aufgemütlich, Zeit ist zu, oder besser gesagt, Stippi. Ich habe mir meine Thermounterwäsche angezogen, ich habe mir sicherheitshalber die Westen angezogen. Ja. Schlafsack ist halbwegs zu. 11 ist auch schon und somit werde ich meine Augen entschließen und hoffentlich ein gutes Nächtle haben. In dem Sinn, man sieht sich dann morgen. Gute Nacht, Freunde. Bis in der Früh. Morgen. Wir haben so 4 Grad und es ist jetzt 5:30 Uhr oder Zeit zum Aufstehen. Tagwache. Ja, die Nacht war okay. Zweimal war ich draußen auf ein bisschen Pipi und jetzt in der Früh war da jetzt ein Uhu, der hat ordentlich gebrüllt. Uhu, Uhu. Warum ist er nicht in seiner Tube? Keine Ahnung. Ist halt so. Naja, aber wie gesagt, jetzt stehen wir auf. Das ist meine Zeit, da stehen wir mal immer auf. Wurscht, ob Samstag, Sonntag oder unter der Woche. Und jetzt gibt's einmal Frühstück. Auf geht's. Ja, mein Laternerl brennt, habe ich schon angezogen. Herrlich. Ja, die Gunfighter ist jetzt schon brauchbar. Mal die Lebensgeister wieder erwachen.
haben wir noch so ein Stück Apfeltaschen mitgenommen. So, und jetzt einmal schönen guten Morgen. Na, jo. Na. Kann man richtig zuschauen, wie es immer heller wird. Ich sehe es nicht, weil ich bin der Scheinwerfer leicht, aber da hinten. Super. Ich habe heute wieder die Blüchsdorfer Isomatten gehabt, also von der Kalt war man absolut nicht von unten. Das hat super hingehauen. Und reicht eigentlich vollkommen aus. Also für die Temperaturen könnte ich nichts Gegenteiliges sagen. So, da. Ich muss sagen, von dem Brot ist mir ganz schön viel überblieben und das wäre ein bisschen verstrahlen für meine Freunde. Ja, so Schönheiten wachsen nur bei uns am Berg herum. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. War wieder gestern ein schöner Tag, heute ein schöner Morgen und eine super Nacht eigentlich. Ja, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen, schönen Tag, schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.